Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, ich muss euch leider was sagen. Es hat sich eine 10-Jährige in Italien das Leben genommen, weil sie gemeint hat, man müsse es nachmachen, was jemand in TikTok gemacht hat. Das ist völlig irre. Es gibt so wahnsinnige Leute dort. Ein paar, die ich kenne, sind ja cool, aber die anderen, ich weiß nicht, was mit denen los ist. Also ich kann eines sagen, ich finde es nicht in Ordnung, wenn man jetzt Kinder zum Selbstmord animiert, nur weil ein paar TikToker nicht mehr ganz dicht in der Schüssel sind. Und liebe Eltern, ich weiß, ihr erzieht eure Kinder, wie es für richtig ist. Aber ich würde mir von euch wünschen, dass kein Kind oder kein Jugendlicher TikTok installiert und es am Handy hat, weil das ist ja echt schon ein Witz, dass es dort Leute gibt, die zum Selbstmord animieren tun. Das ist nicht mehr normal, das ist nur noch zum Weinen. Und bei Android, also bei Android, wenn man so schön sagen kann, gibt es Gott sei Dank, wenn man sich einloggen will oder wenn man das Handy einrichtet, kann man entweder schreiben für sich selbst oder für ein Kind. Und wenn man für ein Kind, was 10, 11, 12 Jahre alt ist, ein unbedingt ein Handy haben will, dann würde ich es so einrichten, dass man nur noch Apps installiert, die man zulassen kann. Mit einer Passwortsperre ist alles gesichert. Und liebe Eltern, es ist wirklich wichtig, dass die Kinder nicht diese wahnsinnigen Videos anschauen, wo es Leute gibt, die meinen, es zuzulassen, dass sich dann noch jemand das Leben nimmt. Da bleibt mir jetzt schon die Sprache weg. Und ich wünsche euch, wie gesagt, alles Gute und hören Sie auf meine Worte. Kinder sollten kein TikTok am Handy haben.